Was wissen Sie über Wissenschaft? Alte Herren in grauen Kitteln? Reagenzgläser in dunklen Labors? Oder Technik, die uns in die Zukunft bringt? Wissenschaft ist aber viel mehr als das. Wir begegnen ihr täglich im Leben. Ob am Arbeitsplatz, beim Autofahren oder im Haushalt. Wissenschaft begegnet uns im Alltag öfter, als wir denken. Wo Wissenschaft überall drinsteckt, können die Mainzer selbst erfahren. Denn Mainz ist Stadt der Wissenschaft 2011. Für die Mainzer heißt das in Führungen, Ausstellungen und anderen Programmpunkten Wissenschaft hautnah zu erleben. Was in Mainz passieren wird, stellen Ministerin Ahnen, Unipräsident Krausch und Oberbürgermeister Beutel auf einer Pressekonferenz vor. 320 Projekte in 365 Tagen. Jeder Mainzer kann sich mindestens auf einen Programmpunkt freuen. Also der Wissenschaftssommer ist eigentlich so das größte Event, was wir haben. Es ist eigentlich nicht ein Event, sondern es sind ganz viele Events. Es sind zwei Wochenenden und die Woche dazwischen, wo eine Veranstaltung nach der anderen stattfindet. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Das füllt im Programm ja fast 10 Seiten an Veranstaltungen. Das ist quasi ein ganz komprimiertes Wissenschaftserleben, was hoffentlich bei bestem Wetter in den Sommermonaten stattfindet. Aber auch außerhalb der Sommermonate können die Mainzer viel erleben. Von groß bis klein, von jung bis alt, von Schüler bis Lehrer wird Wissenschaft von der Uni in die Stadt getragen. Bürger und Wissenschaftler freuen sich auf den Start im Januar. Am meisten freue ich mich, wenn viele, viele Bürger und Bürgerinnen dabei sind, wenn Wissenschaft wirklich erlebbar wird, wenn Wissenschaft, wie sie in Mainz produziert wird, wie sie an der Uni produziert wird, wie sie an den Fachhochschulen produziert wird, dann auch auf die Bürger und Bürgerinnen abstrahlt. Ein Highlight wird die Spektrale sein, bei der Farben und Licht im Mittelpunkt stehen. Neben der Spektrale wird es aber auch noch viel mehr Programmpunkte geben, auf die die Mainzer gespannt sein können. Den Startschuss zur Stadt der Wissenschaft gibt die Baustellenparty am 16. Januar 2011.